Hallo. Also, das Thema, mein Thema sind die Medien. Seit 20 Jahren setze ich mich mit dem Funktionieren bzw. Nicht-Funktionieren der Massenmedien auseinander. Mich interessiert das, wie die Medien arbeiten. Und es gibt neben dem Thema Ukraine, also wie wir wissen oder wie ihr ahnt oder spürt oder wie das mittlerweile rumgeht, weiß man ja mittlerweile, dass das mit den Medien irgendwie komisch ist. Die informieren uns, aber genau genommen sind es keine Informationen mehr heute. Zumindest kampagnenhaft, wie zum Beispiel zum Thema Syrien oder zum Thema Irak seinerzeit oder zum Thema Kosovo-Krieg von 1999. Da haben die Medien in einer gewissen Weise Kampagnen gefahren, um die Bevölkerung davon zu überzeugen, dass der Krieg zum Beispiel gegen Milosevic 1999, der sogenannte Jugoslawien- oder Kosovo-Krieg, dass sie Kampagnen gefahren, um uns davon zu überzeugen, dass das Bombardieren dieses Staates völlig okay ist. Das muss sein. Das muss irgendwie, es wurden gewisse Vorwände geschaffen, um dann das in der Öffentlichkeit zu legitimieren und eine gewisse Stimmung zu schaffen. Ich habe mich damals schon mit dem Thema Medien auseinandergesetzt und auch die Zeit danach. Das, was ein besonderer, sagen wir mal so, Knaller war, war zum Beispiel auch das Thema 11.09. Da waren ja auch die Medien auf eine gewisse Weise hermetisch, haben die sich abgeschlossen gegenüber bestimmten Erkenntnisse, dass diese Türme so nicht haben zusammenfallen können, einfach so, dass Flugzeuge reingefahren sind oder reingedonnert sind. Das weiß man in gewissen Kreisen heute definitiv. Also, und was jetzt das Thema Ukraine anbelangt, ich setze mich also mit dem Thema schon länger auseinander. Und das Problem ist, wenn man also wissen will, was die Medien eigentlich machen oder wie das eigentlich, wie die Verarschung, wie die eigentlich funktioniert, dann muss man sich eigentlich sehr intensiv mit der jeweiligen Sache informieren. Zum Beispiel mit dem Thema Ukraine. Man muss eigentlich Recherchen machen, genauso wie das der ARD und ZDF, wie die normalen Journalisten das auch. Man muss recherchieren. Und bei den Journalisten ist es ja aber so, dass sie allein schon öffentlich-rechtlich, wir haben mindestens 7,5 Milliarden an Geld in Euro zur Verfügung, um dann ihre Recherchen zu machen, um ihre Berichterstattung zu organisieren. Kann ich mich nur wundern, zu welchen Ergebnissen die kommen. Weil ich habe keine Milliarden hinter mir, ich recherchiere auch, ich mache das einfach freihändig, ich mache das einfach nur so, weil mich die Sache interessiert. Und ich habe also keine Gelder hinter mir und jemand, der mich sponsert oder so, sondern das mache ich einfach selbst. Und ich komme aber, wenn ich das Thema in Syrien oder in Ukraine, komme ich auf total andere Ergebnisse. Ich komme zu völlig anderen Resultaten, als wenn ich das vergleiche mit dem Tagesschau. Jeden Abend 8 Uhr gucke ich Tagesschau und hör mir das an, was sie da so sagen. Aber wenn ich meine Recherchen wiederum betrachte, dann wundere ich mich. Und ich komme dazu, das formuliere ich so, es gibt, was jetzt zum Beispiel diese Ukraine-Berichterstattung anbelangt, da gibt es gewisse Kernlügen. Also die Medien bauen gewisse Gedankenfiguren auf. Also so bestimmte Figuren. Zum Beispiel die erste Kernlüge war, dass sie gesagt haben, oder dass die Medienberichterstattung darauf hinauslief, dass man gesagt hat, das ist eine friedliche Demonstration in Kiew. Das waren friedliche Demonstrationen, das waren eine friedliche vom Volk gewollte, sagen wir mal, Regierungsumbildung. So haben die Medien das dargestellt. Faktisch war es aber nicht so, dass die Leute vor Ort, es gab jede Menge friedliche Leute. Und faktisch war es auch so, es gab eine große Unzufriedenheit in der Ukraine mit der Regierung, mit der wirtschaftlichen Situation. Allerdings, es gab auch Leute, die bezahlt waren. Ich habe Freunde in Kiew und die haben erzählt, dass zum Beispiel die Leute, die zu Demonstrationen gegangen sind, die haben zwischen 25 und 50 Euro pro Tag an Geld gekriegt. Kein Sold, aber es war ähnliches Geld. Das ist dokumentiert, das ist belegt. Oder es gibt auch Leute, die dort nicht nur 25 oder 50 Euro pro Tag bekommen haben, sondern die sind ausgebildet worden in Camps in Polen und in Litauen. Und die haben Ausbildung bekommen, in wie man Polizei bekämpft. Also diese friedlichen Demonstrationen waren spätestens am 20. Februar, das war der 2 Tage vor dem Putsch, die waren gar nicht, ganz und gar nicht friedlich. Man weiß ja, dass dann auch Tote zu beklagen waren. Das waren ungefähr 100 an diesem Tag, 20. Donnerstag, der 20. Februar, 2 Tage vor dem Putsch gab es Tote. Aber die Medien haben nicht darüber berichtet, wer die ersten Toten waren. Die ersten Toten waren Polizei. Der Berkut, die waren bis zur damaligen Zeit,
Bis nachmittags um 16 Uhr war der Bergputz, so heißt die Spezialpolizei, also wie GSG 9 oder sowas, die waren völlig unbewaffnet. Und die ersten Toten waren Polizisten. Und die darauf folgenden, das sind ja noch mehr Tote gewesen, man weiß mittlerweile heute, dass viele dieser Toten aus einer und derselben Waffe sind die erschossen worden. Man weiß definitiv, dass es dort eine dritte Koalition gibt, also eine dritte Kraft, so wird das gesagt. Zum Beispiel, es gab ein Telefonat, ich hatte davon auch gehört, das war die außenpolitische Sprecherin von Ashton, die hat mit einem Botschafter, nicht mit dem Außenminister von Estland hat er telefoniert, und der war vor Ort gewesen an diesem Tag, und der hat seine Bedenken geäußert, dass diese Leute, die da in die Regierung gekommen waren, dass die diese Untersuchung nicht machen wollten, wer da, warum, wie gestorben ist. Und der war davon ausgegangen, dass das nicht unbedingt Milosevic, Janukowitsch gewesen war. Oder dass der das nicht angeordnet hat. Aber das sind alles, also das sind Tote zu beklagen. Damit wurde diese Revolution eskaliert, aber die Medien haben überhaupt nicht berichtet, wer denn wann, wie, wen erschossen hat. Das ist einer der ersten Kernlügen, die Medien kontinuierlich bis heute weitergeben und bringen. Wenn man weiß, man denkt, das sind friedliche Demonstrationen. Sie versuchen Klischees zu fahren. Man denkt, das sind eine Demonstration, die Leute sind alle friedlich und die wollen eine Veränderung, und dann kommt der böse Diktator und der schießt dann auf die Demonstranten. Das kennt man ja schon. Also die Medien kommen mit Klischees. Die Medien kommen mit Klischees und verdecken mit dieser Berichterstattung die Fakten. Die Fakten sahen in dem Fall anders aus. Erste Kernlüge war, diese friedlichen Demonstrationen waren keine friedlichen Demonstrationen, sondern die waren mit Gewalt durchgeführt worden. Und demzufolge war auch die Regierungsumbildung, war keine normale Regierungsumbildung, sondern das war ein klassischer Putsch. Der Janukowitsch ist nicht einfach so weggelaufen oder so, sondern der hat in Gewehrläufe sehen müssen, der musste verschwinden, sonst hätte er ihn erschossen. Das wäre ganz leicht gewesen. Diese Leute, die vor Ort waren, auf dem Maidanplatz, waren zum großen Teil Milizionäre, auch ausgebildete Milizionäre, die übrigens organisiert sind in einer Gruppe, die nennt sich der rechte Sektor. Das ist nicht irgendwie eine diffamierende Art und Weise, die zu bezeichnen, sondern die nennen sich selbst so. Das ist der rechte Sektor. Und der rechte Sektor ist vergleichbar in der Art und Weise, wie die auftreten, was sie machen, mit der SS und SA 1933 unter Adolf Hitler. Das gibt es jetzt in der Ukraine, der rechte Sektor. Das ist auch nicht irgendwie bestritten oder so. Und auch die Regierung, in der Regierung, das setzt diese Lüge fort, die erste Lüge, dass das eben friedlich sind. Das sind ja keine friedlichen Leute, die dort jetzt in der Regierung sitzen. In der Regierung sitzt eine Partei, die heißt Svoboda. Und diese Partei Svoboda, die hat sich umbenannt. Die hieß vorher nämlich nicht Svoboda, die hieß Nationalsozialistische Partei, nicht Deutschlands, Nationalsozialistische Partei der Ukraine. Nationalsozialistische Partei der Ukraine. Das ist also sozusagen die Schwesterorganisation der NPD. Beziehungsweise, die haben in ihrer Ideologie, die sind die nicht weit weg von, dass sie den Adolf Hitler und das nationalsozialistische sagen wir mal, Regime in Deutschland, das finde ich gut. Die sitzen in einer Regierung, das sind von 20 Ministern, sind 8 gehören dem Nationalsozialistischen Partei der Ukraine an, 8 von 20. Und 2 gehören dem rechten Sektor an. Also diese Regierung besteht zur Hälfte aus ausgewiesenen Faschisten, was soll man noch sagen? Das ist eine faschistische Regierung. Das muss man deutlich sagen und vergeben. Hey, das ist eine faschistische Regierung. Und der Rest, das sind gemäßigte Rechte. Das ist also, man kann mit Fug und Recht sagen, das ist eine rechtsradikale eben Faschoregierung, das ist ein Regime. Die sind ja auch noch nicht mal legal, die sind ja nicht gewählt, die sind, wie gesagt, mit Gewalt in die Regierung gekommen. Es ist ein Putsch, ist das ein rechtsradikaler Putsch? Und der Hammer finde ich einerseits, dass Medienmacher, das sind ja nicht wenige, das ist ja nicht nur irgendwie eine Zeitung, sondern das sind ja alle bürgerlichen Zeitungen, ARD, ZDF, Deutschlandfunk, alle tun so, als wäre das eine völlig legitime Übergangsregierung, so wie sie die nennen. Übergangsregierung, völlig legitim. So, das ist also eine ganz zentrale Kernlüge. Erstens, es war kein friedlicher Aufstand da, sondern es war ein gewalttätiger Putsch. Das Resultat dieses Putsches ist eine faschistische Regierung. Und dass unsere Regierung, die Deutschen, dass Herr Steinmeier da hingeht, 2 Tage vorher, und Türöffner für einen faschistischen Putsch ist, das ist einfach ein Knall. Das
Dennis Steinmeier, wie kann er da hingehen und was machen die Medien? Die verschleiern das. Oder noch ein Medienprodukt ist der Klitschko. Klitschko ist in der Ukraine gar nicht bekannt. Klitschko ist aufgebaut worden fürs deutsche Publikum. Den kennt man da gar nicht. Denn die Partei hat 0,0% oder 1,3%. Das ist nicht, der ist unrelevant, aber der wurde für uns aufgebaut. Die Medien inszenieren, wie im Theater. Wir haben eine Demonstration und eine Regierungsumbildung, eine Art Revolution inszeniert, wie im Theater. Ohne dass das mit der Realität zu tun hat. Oder mit der Realität hat es nur sehr wenig zu tun. So. Und dann die zweite Sache ist, zweite Lüge, nach diesem Putsch, der Putsch war 22. Februar dieses Jahres. Ich habe Freunde aus der Ukraine, das sind zwei Freundinnen und ein Freund, die kenne ich nicht so besonders gut, aber ich habe mich mit den beiden, habe ich mich da etwas ausführlich unterhalten. Und da habe ich in der Zeit nach diesem Putsch mitbekommen, konkret, einfach durch diese Freunde, dass in der Ukraine momentan eine sehr seltsame Stimmung ist. Die Mädchen, das sind zwei Frauen, die hatten Angst. Die sind nicht groß irgendwie Linksradikale oder Rechtsradikale überhaupt, die sind eigentlich völlig unpolitisch. Sie hatten Angst um ihre Eltern in die Ukraine. Die hatten Angst und die haben bis heute Angst, in die Ukraine reinzufahren. Da habe ich mich irgendwie gewundert, wieso haben die eigentlich Angst? Ich habe mich natürlich weiter mit der Materie auseinandergesetzt und habe gehört und mitgekriegt. Und das ist der zweite Punkt. Die Medien tun so, als wäre jetzt nach diesem Putsch, nach dieser Regierungsumbildung, wäre jetzt alles im Butter. Jetzt geht es aufwärts, jetzt ist irgendwie so, die Demokratie greift da jetzt. Die Demokratie breitet sich aus. Das ist ja die Idee. Die tun so, als würde sich da die Demokratie ausbreiten. Die Demokratie breitet sich gar nicht aus, gerade in der Ukraine. Genau das Gegenteil passiert gerade. Also Leute werden auf der Straße bedroht, die irgendwie, sagen wir mal, gegen diesen Putsch waren oder die gegen den rechten Sektor sind. Es gibt gewisse Zeichen. Zum Beispiel gibt es in der Ukraine, das Zeichen kennen wir hier nicht, es gibt so eine Art St. Georgs-Bändchen. Das ist ein Zeichen, das ist orange-schwarz. Das gehört eigentlich zum russischen Bereich. Die Russen haben Orden vergeben und dieses Bändchen ist im Prinzip ein Erkennungszeichen für die Rote Armee, die Wehrmacht, die deutsche Wehrmacht besiegt hat. Das ist also ein Zeichen von, so eine Art antifaschistisches Zeichen. Wenn du jetzt mit dieser Banderole, das sind so Schleifen, so wie die AIDS-Dinger auch, so Schleifen, wenn du mit so einer Schleife in der Ukraine rumläufst, dann musst du aufpassen, dass du nicht erst in die Fresse kriegst. Also, da läuft der rechte Sektor rum und die haben nicht nur Leute, die bedrohen nicht nur Leute, sondern die sind jetzt auch die Polizei. Also, die Polizei in Kiew ist komplett ausgewechselt, das läuft der rechte Sektor als Polizei rum. Und es ist nicht so, dass nur Leute wegen solcher Banderolen, sondern überhaupt. Es sind zum Beispiel von der kommunistischen Partei, es gibt kommunistische Parteien, auch sozialistische Parteien, auch andere Parteien. Alles, was anders denkt in der Ukraine und irgendwie sich da organisiert hat, deren Büros, deren Material ist alles kaputt und zerschlagen worden. Die Büros sind angesteckt worden. Da frage ich mich, wie wollen die denn überhaupt wählen, wenn die Parteien gar nicht die Möglichkeit haben aufzutreten? Der rechte Sektor, der guckt, das ist keine Widerstände gibt gegen den rechten Sektor. Also es gibt jede Menge Kleinigkeiten, eine Atmosphäre, und es ist eine ganz üble, momentan eine ganz üble, negative Atmosphäre gegen alle, die irgendwie mit dieser Entwicklung in Kiew nicht einverstanden sind. So, das ist also nicht der Fall. Das ist eine komplette Lüge, zweite Lüge, dass es da jetzt zum Besseren ist. Es geht da gar nicht, es geht in der Ukraine gar nicht gut, überhaupt nicht. So, und dann gibt es natürlich in der Ukraine und auch in Süden- und Ostukraine gibt es die Leute, die sich dort als Menschen da treffen, so wie wir uns hier treffen, die haben sich natürlich auch unterhalten über die Entwicklung, die da stattfindet in Kiew und überhaupt. Und die haben sich dann überlegt, zum Beispiel in der Krim haben die sich überlegt, okay, wir waren eigentlich sowieso schon halbwegs unabhängig, wir könnten eigentlich auch uns ganz unabhängig machen von der Ukraine. Da haben die sich also überlegt, wir machen ein Referendum. Ein Referendum, also eine Volksabstimmung über, zum Beispiel in Deutschland könnte Bayern, die könnten ein Referendum machen über die Frage, wollen wir Deutschland sein oder wollen wir lieber zu Österreich oder zur Schweiz gehören? Vielleicht aus demokratischen Gründen wollen wir lieber zur Schweiz gehören oder so. Könnte man ja beschließen. Dann ist ein Referendum, wäre dann keine Frage des Völkerrechts. Ein Referendum hat nichts mit Völkerrecht zu tun. Aber was höre ich, wenn ich für ARD anschalte? Putin hätte irgendwie die Krim überfallen und die Russen hätten die Krim annektiert. Der Putin hätte gegen das Völkerrecht verstoßen. Der Putin hat gegen... Also, Ottmar, ein Referendum,
Ja? Ja. Warum nicht? Kannst du zum Schluss kommen? Ja, ich mache mindestens den Gedanken noch zu Ende. Okay, danke. Also das Referendum, was da stattgefunden hat, das ist ein demokratisches Werkzeug. Das hat nichts mit Völkerrecht zu tun. Putin bzw. die Russen haben nicht gegen Völkerrecht verstoßen. Das ist eine spezifische Interpretation von ganz speziellen Juristen aus der USA, die das sagen, dass das, was mit dem Völkerrecht zu tun hat, das ist eine spezifische, einseitige, merkwürdige Interpretation. Das hat nichts mit der Realität zu tun. Die können sich abspalten, das hat was mit dem Nationalen, mit der Verfassung zu tun, einfach nur mit der Verfassung der Ukraine. Aber nach der Verfassung, der Verfassung, wo die jetzigen Putschisten sagen, ja, das ist eigentlich illegal, wenn die aber diese Verfassung sozusagen zur Grundlage nehmen würde, für ihr eigenes Handeln, müssten die eigentlich selber zurücktreten, denn nach dieser Verfassung, die sie jetzt haben, nachdem das Referendum illegal ist, müssten die jetzt eigentlich zurücktreten, denn Janukowitsch wäre dann noch Präsident. Aber Janukowitsch ist nicht Präsident. Die haben einfach die Verfassung außer Kraft gesetzt. Aber was jetzt in der Ukraine, in der Krim passiert, da sagen sie dann, das ist gegen die Verfassung. Beziehungsweise hier sagen wir, das ist gegen das Völkerrecht. Ich will nur sagen, es gibt jede Menge Lügen. Ich nenne sie Kernlügen. Und es ist notwendig, dass man sich über diese Dinge unterhält. Weil hier die ganzen Unterhaltungen, die wir hier so machen, es geht auch darum, dass wir uns anders und besser informieren, denn nur dadurch kann man überhaupt herausfinden, was überhaupt los ist, was überhaupt läuft. Und dann kann man auch handeln, dann kann man sich treffen, dann kann man Veranstaltungen machen, dann kann man auch überlegen, wie man gemeinsam weitergeht. Aber das Problem steht aber auch noch darin, dass viele Leute, ich habe mich letzte Woche hier schon unterhalten mit vielen Leuten, dass viele Leute auch gar nicht wissen, man ahnt es, es läuft vieles schief, man weiß nicht genau wo und was man lesen oder verstehen oder wo man hingehen soll. Es gibt mittlerweile schon sehr viele interessante Internetseiten, die man anfahren kann, die man anklicken kann, um dann bestimmte Dinge, die tatsächlich stattfinden, dass man das lesen kann oder hören kann. Ich hatte hier Flugblätter verteilt, ich habe hier mehrfach Flugblätter verteilt. Da gibt es eine Internetseite, die heißt Was die Massenmedien verschweigen. Das ist eine Baustelle, das ist also nicht so ganz verprickelt gemacht. Also, aber immerhin, man kann schon mal ein bisschen lernen und lesen. Und da gibt es auch Links und da kann man auch gucken, wo ich zum Beispiel meine Informationen her habe. Okay, ich bin auch sofort dran. Vielen Dank. Ottmar. Ja, es tut mir leid. Unser Feld dran.